Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Kabel im heutigen Doof. So, ist mein drittes Spiel auf dem Patch, glaube ich. Und wir gucken mal, was wird. Bisher läuft es gut, aber wie gesagt, zwei Spiele bisher. Ich habe, glaube ich, bisher beide Male die Tarantula gespielt, habe sie aber nicht wirklich weiterverwendet, aber geholt habe ich sie erstmal. Und ich habe die jetzt bisher immer eher offensiv gespielt. Ich habe auch, glaube ich, immer Supply damit gespielt. Ich gerade mal High Good Luck Fan schreiben. Mal richtig. Und nehmen wir es aber nochmal. Einfach nochmal rein mit dem Supply Specialist. Marksman. Okay, er hat auch sehr easy zu timen, muss man sagen. Er hat auch Sold Marksman dabei. Ich glaube, ich spiele defensiv. Ich will mal defensiv spielen mit den Tarantulas. Wir stellen die mal hier hin. Wenn ich defensiv sage, dann meine ich defensiv. Ne, dann bei mir ist immer sehr defensiv oder gerne sehr defensiv. Ich überlege gerade, ob ich die Tarantulas auf die Flanke mehr packe oder wirklich komplett mittig hinstelle. Ein Ticken schneller, also von da sollte ich sie gar nicht unbedingt weiter nach vorne stellen. Ich mach's mal so und gucken, was passiert. Der wartet Panzer auch eher, der Marksman ist halt ein Problem und okay, er spielt offensiv. Stormcaller sind ja tendenziell sehr gut und da ich jetzt auch die Tarantulas habe, habe ich auch ein bisschen Tank Power. Ich habe auch genug Chuff, also eigentlich kann ich hier Stormcaller sehr gut spielen. Sehr schön, die Fangs kommen alle weg. Tarantula tankt, also hier links läuft es gut, aber wichtig ist eigentlich hier rechts und da läuft es überhaupt nicht gut. Aber vielleicht kriegst du ja trotzdem den Debuff zuerst. Mal gucken, ob die jetzt. Ja, drei Crawler haben den Braten gerochen. Machen drei Crawler mehr Schaden als fünf Panzer? Es sind doch sechs Crawler geworden am Ende, aber die Antwort ist nein. Also war zu erwarten, dass es hier nichts wird. Eine erste Runde erst Marks und SPC brauche ich gar nicht nachgucken. Das sehe ich ja hier. Erste Runde. Scorpion Drop wäre jetzt auch nice. Würde ich nehmen. Einmal bestellt, einmal abgeholt. Firebatch an sich auch sehr gut hier, aber ich stelle mal hier drüben hin, glaube ich. Wie gesagt, an sich hätte ich hier gerne eigentlich Stormcaller geholt. Ich glaube, das mache ich auch. Oh, ich habe einen zweiten da. Ich hole einen zweiten davon. Machen wir doch keinen Quatsch, gell? Ich meine, der überholt den sowieso. Allein schon, weil er weniger Reichweite hat. Wir schalten nochmal die hier frei. Packen hier noch was in die Mitte. Dann sind wir ganz okay aufgestellt. Er hat sich für Stormcaller entschieden. Aber die gab es nicht mal. Er hat auch den Scorpion genommen und hat sich Stormcaller geholt, alles klar. Bitte geh direkt auf die Panzer, das wäre so schön. Macht er. Perfekt. Ja, das Stormcaller funktioniert natürlich leider sehr gut für ihn. Die sterben, ich verliere jetzt gleich wieder mein Tower. Ja, wobei. Ja, die hätten jetzt, werden am Tower weggefarmt, leider, aber gut. Hätte schlimmer laufen können.
Wurde krass genervt, generell die Items, das wurde das hier nicht so arg. Er steht halt offensiv, das müsste ich jetzt tendenziell mal ausnutzen. Die Frage ist, gebe ich denen Reichweite? Ich überlege halt gerade, ob ich irgendwie hier was mit Beacon reinsteuere oder über die Flanken. Wäre beides möglich. So, ich mache es einfach mal über die Flanke. Vielleicht sogar einfach hier die. Frage, ob es nicht noch zu früh ist für sowas, aber wir machen es einfach trotzdem, ist egal. Ich glaube, mehr Crawler ist an sich auch eine gute Idee. Genau, auf jeden Fall einen zweiten Beacon holen. Warum denn nicht? Die können wir mal hier so hinstellen. Okay, irgendwie so, mal gucken. Stormcaller levelt er. Und holt nochmal ein Pack mehr. Wir werden halb abgelenkt. Jetzt zu zwei Dritteln sogar. Zu drei Vierteln drum. Eine Flanke wird funktionieren. Verlierst du leider sehr viel am Prozess dazu. Aber hey. Gar nicht so viel Schaden gemacht, leider. Aber muss drauf reagieren. Ich glaube, es ist Runde 4, in dem wir top zu bleiben mit, das ist schon okay. Die One-Shotten die ja immer noch easy, oder? Ja. Nehmen wir hier noch einen mit. Gefühlt bräuchte ich noch einen besseren Spam-Clear. Soll ich die hinter teleportieren? Muss ich einfach nochmal einen Crawler hier hinstellen? Was wird er jetzt hinstellen? Mustangs vermutlich, ne? Probieren es aber nochmal. Genau, die sind ein bisschen direkter drauf. Er stellt Fangs. Das wird trotzdem funktionieren, weil die Crawler spawnen werden. Dauert noch ein bisschen länger jetzt. Ja, ist immer so eine Frage, ne? Wie investiert man oder halt auch nicht? Oh, ne, es funktioniert überhaupt nicht. Scheiße, kommt jetzt vorbei. Scheiße. Nichts ist übertrieben, aber es funktioniert schlecht. Dauert einfach zu lange auf die Art und Weise. Ne, es wird leider nichts. Das war schlecht gespielt von mir. Mein Scorpion, dass der hier noch gestorben ist, war eine Katastrophe leider. Jetzt verliere ich die Runde trotz Doppel-Debuff. Leider los. Oder? Naja. Ne, wird doch kein Loss, aber es wird keine gute Runde trotz allem.
das jetzt einfach machen. Mal gucken, was er jetzt noch hinstellt. Ah, Redeployment, sehr schön. Ich glaube, Redeployment nehmen wir mit. Aber hier stehen auch schon Tanks, ne? Das heißt, ich kann die eigentlich gar nicht gescheit. Wenn ich die als Crawler mit Replika dahin stelle, kann das funktionieren? Ich hätte Bock zu probieren, ehrlich gesagt. Ich hätte auch Bock noch, na, wie heißt denn, Mustangs zu adden eigentlich? Ich meine, hier kommt mit Sicherheit ein Satellit, oder? Sind wir uns so einig? Muss ich mir entscheiden, gehe ich runter aus Kies, sondern folgendermaßen. Redeployment. Upleveln Replika. Na komm, gib mir den Beacon. Reichweite auf den hätte ich gerne. Leveln noch einen davon. Macht der da drüben Sinn? Nicht so richtig, gell? Ich habe es trotzdem geholt, egal. Okay, aber ganz viele Fangs hingestellt. Mal gespannt, wie gut die Crawler. Ich glaube, die Crawler funktionieren sogar trotzdem halbwegs da hinten, ehrlich gesagt. Aber die Phoenix funktionieren leider nicht mehr wirklich. Ich könnte die Phönixe irgendwie an den Rand stellen, wo er keine, nicht jetzt seinen einen Typen hat. Debuff kommt trotzdem rein, jetzt hier ein bisschen Replika. Wenn der Debuff jetzt noch kommt, bevor alle Crawler tot sind. Naja, aber die replizieren sich. Aber nicht wirklich. Okay, aber es reicht trotzdem aus zum Gewinn der Runde. Was hat er mitgenommen? Tech Supply, alles klar. So, ich wollte auf jeden Fall Muster. Oh, ich könnte auch hier auf Vulcans gehen. Ich glaube, Vulcan. Ist alles schlecht gegen die Art hier, ehrlich gesagt. Ich einen Wurm hier durch? Ich weiß es nicht. Ich hätte gefühlt gerne einen Crawler, der sich hier auf den Weg macht in die rein. Die Frage ist halt, ob es funktioniert oder nicht. Glaube, Temp Range ist wichtig. Mustangs wollte ich eigentlich holen, habe ich gesagt. Gell. Brauchen den Verkaufsbutton. Oh Gott, es wird so knapp hier von der Zeit her. Reichweite auf den. Ne, es reicht nicht mehr. Scheiße. Ja, die Crawler funktionieren leider gar nicht. Leider, leider, leider. Damit funktionieren die Mustangs leider auch überhaupt nicht. Der funktioniert aber auch nicht. Okay, ich habe es komplett verkackt, leider. Das wird ein Loss. Befürchte ich. Er hat dann Orange Man verkauft. Warum eigentlich? Raketenabwehr jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche einfach War Factories, oder?
glaube, sein Orange Man zu bekommen war ein Riesenfehler, ehrlich gesagt. Das hat er überhaupt noch einen Luftabwehr jetzt? Okay, ich gewinne die Runde sogar. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, warum ich gewonnen habe. Irgendwie hat er komische Dinge getan. Wenn der Wurm hinten hat abgelenkt, ne? Was soll's also? Lass mal auswählen. Ja, nehmen wir. Kann ich mit dem Drop hinten rein was erreichen? Aber der Marksman ist sogar noch da. Ich habe mich vertan. Der ist gar nicht gestorben. Der war gar nicht weg. Wenn ich hier einen Rhino, dann geht er auf den Tower drauf, oder? Ich glaube schon. Wir probieren es. Die lasse ich einfach von hinten reinlaufen. Ich glaube, den Level abzugeben macht auch definitiv Sinn. Es macht auch definitiv Sinn, mehr von den Mustangs zu holen. Temp Range habe ich ausgegeben. Kann der vielleicht einfach hier direkt drauf gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte auch Öl setzen noch. Ich glaube, der wird funktionieren. Komm, schieß nochmal. Ja, sehr gut. Mein Tower. Aber es ist trotzdem ein Problem für mich leider, weil das Feuer einfach gut ist für ihn jetzt. Ich wollte Missile-Abwehr setzen. Eine nächste Runde War Factory. Habe ich eben schon erzählt, glaube ich. Aber jetzt mache ich es wirklich, denke ich. Hoffe ich. Die Fangs killen wirklich um meinen Skorpion, oder? Ja, schaffen die noch bestimmt. Ne, war es noch nicht. Glück gehabt. Oh, damit war es das fast gewesen. Hilfe. Redeployment Leveln, Tank Production ist nicht gut für ihn, weil er Giants spielt. Kann ich hier mit Booten einfach durch? Ich weiß, ich habe es von Missile-Abwehr erzählt. War Fake News. Aber doch echt schlechte Luftabwehr. Das hier, Temp Range. Ich muss so viel klicken. Den hätte ich gerne noch da drüben irgendwie. Den hätte ich gerne hier so. Den hätte ich gerne hier so. Den hätte ich gerne mehr hier drüben noch. Damit das auch klappt. Und was wollte ich sonst ausgeben? Noch ein extra Boot in der Mitte anscheinend. Schon wieder Öl? Achso, es gab noch Öl extra. Okay, alles klar. Ist dann halt so.
Also, guck mal, der Wurm zieht ja die ganzen Fangs aus dem Weg, ne? Das klappt dadurch sogar halbwegs, dass ich an den Vulcan rankomme. Es war trotzdem eine Schnapsidee offensichtlich. Mal gucken, vielleicht reicht es trotzdem, aber ich befürchte, es reicht nicht. Den Tower upgraden müssen, hätte es vielleicht sogar gereicht. Aber mal gucken. Der Marxer muss unbedingt weg. Wenn der, oh, der stirbt aber nicht mehr, oder? Stirbt er? Komm, lass ihn sterben. Yes! Oh, so wichtig. Ich glaube, die Boote vernichten jetzt aber alles. Die Buff ist egal quasi, oder? Wobei, dann bleiben sie länger am Dings hängen, aber es sollte trotzdem reichen. Das ist GG. Ja, okay, ein bisschen unkonventionell. Komplett Kraut und Rieben. Aber es hat gereicht am Ende. Ja, okay, also ich bin echt im Kopf viel zu langsam aktuell. Er hat halt echt keine Luft. Ich glaube, die Idee einfach hier auf Boote umzuschwenken, weil er keine Luftabwehr hat, war schon okay. Aber es war halt sehr wild gespielt. Ich hatte kein richtiges Konzept. Mein Schaffclear war unterirdisch. Ich hätte hier einfach auch dann den Crawler direkt da reinsteuern müssen, damit er auch im Öl sterben kann. Ne? Hätte wahrscheinlich auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich hier einen Crawler mal hinstellen müssen oder so. Ja. Den hier direkt in den Flammenwerfer reinzupacken, war auch komplett dämlich. Ich hätte den hier hinten hinstellen sollen. Die haben auch überhaupt nicht funktioniert, aber die haben anscheinend funktioniert, die Runde. Beide einfach Scorpions mit Range gespielt. Aber mir fehlt hier einfach der Spam-Clear. Da haben die. Problem ist bei Mustangs mit Scorpions kombiniert, wenn die beide Reichweite haben, die stehen ineinander drin. Das ist eigentlich keine coole Sache. Aber wenn er halt auch Scorpion spielt, dann brauche ich die Reichweite auf den zwingend. Eigentlich bräuchte ich nur irgendwas als Frontline oder Matchup in irgendeiner Form. Naja. Ich habe versucht, immer möglichst viel zu machen. Es lief so semi-gut. Ne? Ich meine, die erste Führungsflanke hat funktioniert, aber es war auch dann, ja, nicht so ein Mega-Knaller. Dann hier die Flanke mit den Phönix hat überhaupt nicht funktioniert. Mit den Oberlord dann schon eher. Also das ist echt spannend mit dem Sandwurm, ne? Einfach außen rumlaufen, der lenkt total die Leute ab, wird aber gar nicht attackiert, weil er unter der Erde ist. Das ist echt spannend. Das muss man eigentlich noch viel mehr exploiten. Muss man nur die richtigen Angles für finden. Hat dann hier auch nochmal ein extra Scorpion wegen dem hingesetzt. Weil er einfach zu lange die Leute aufgehalten hat. Auch spannend zu sehen. Naja, ich sage danke fürs Zuschauen, gerne Abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.